Ja, hallo Leute, willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Together. mit dem Hypergun. und dem Ja, Rockman. oder Zinnox genannt. Ja, Genau. willkommen Leute zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Together auf der altbekannten Map mit den altbekannten Leuten, mit den altbekannten Fehlern, mit den altbekannten, altbekannten, altbekannten. Ja, mit sozusagen allem Altbekannten. Ja, Ich zieh genau. mir hier erstmal ein Brot rein. Ich muss etwas runterdrehen, weil sonst kriegt ihr einen Gehörschaden. Ja, so. Ich müsste da mal gucken, wie laut der ist. Habe ich überhaupt Minecraft-Sound? Ich hab Musik, Geräusche, welche. ja, 4%, ja, reicht. Ich höre nichts, egal. Gut. Ja. Wie ihr seht, Hyperregan 95 baut da weiter. Ich begebe mich dann wieder an die sehr geglückte Monsterfalle. Ah, du meinst nicht. Ja, Ja, natürlich. ich sag immer Monsterfalle. Warum sage ich immer Monsterfalle? Apropos Monsterfall, das wäre auch ein cooles Ding, was man mal bauen könnte, ne? Ich meine, ich will ja jetzt nicht alles Gronkh nachbauen, aber wäre schon cool. Bisschen was. Ah. Ich finde es schade, dass der kein Minecraft mehr macht. Es geht. Naja, okay, irgendwann wird es langweilig, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich habe irgendwas gehört, mit Klickzahlen sind wohl runtergegangen. Aber ich denke mal, das wird auch nur er feststellen, weil ich könnte das jetzt nicht feststellen. Ja, mit Diagramms und sowas. Und Ja. ja. Wie mein altbekannter Blick bei den altbekannten Altbekannten. Ich merke, ich erwähne sehr oft altbekannt oder Oh altbekannt. ja, das ist dein Lieblingswort wahrscheinlich. Creeper, Mann. Du kleiner Creep. Ist auch von Gronkh, ne? Ja, ich glaube schon. Shit. Rechtlich geschützt. Copied by Gronkh. Copyright, warum nicht Copyleft? Ja, so. Ja, ich baue hier schon mal wieder ein bisschen unsere Strecke weiter, wie man sehen kann. Nee. Nicht zu Aua. übersehen. Ja, da war ein Creeper hier vorne. Ah, hast du da alles kaputt gemacht? Bisschen. Nee, Ah. du hast das gemacht. Wieso ich? Wer hat denn gerade hier unseren Sprengstoffexperten in die Luft gejagt? Ich. Siehst du? Aber gerade erst. Ja. In der letzten Aufnahme warst du es. In der letzten Aufnahme ist, glaube ich, gar kein Creeper in die Luft geflogen. Doch, hier ist ein Loch noch drin. Oh. Okay, ja, dann war ich das wohl. Kannst Stimmt. dich ja nicht mehr dran erinnern. Ja, ist schon wieder ein bisschen länger her, ne? Wie lange eigentlich? Uff. Da haben wir, glaube ich, nur die drei Folgen aufgenommen. Anderthalb Wochen bestimmt. Puh. Ist echt schon was her. Ja. Ich habe Stimmt, auch. da. Ah, ja, Haben wir stimmt, da nur war drei ich. Folgen gemacht, ja. Ja, weil, wir hatten nämlich voll. Ach ja, ich. Ja, das ist eine Woche, ja, genau. Weil, ich hatte voll den Zeitdruck. Ja. Und dann haben wir in der letzten Minute doch irgendwie was aufgenommen. Und ich habe verschlafen. Oder hab zu Ja. früh geschlafen, eher gesagt. Ja, das, nee, da war wieder noch eine Aufnahme davor. Jupp. Wundert euch nicht, wegen jetzt unserem dritten Mitstreiter hier, da haben wir ja schon genügend drüber erzählt, was jetzt los ist. Haben wir? Ja. Du zumindest, glaube ich jedenfalls. Vor ein paar Haben Folgen oder irgendwie sowas. Hallo, Ja. Kurzzeitgedächtnis. Ach Ja, so. Raffi hat relativ viel zu tun, deswegen kommt auch momentan kein Need for Speed. Most wanted. Nee, das ist von mir. Ja, stimmt. Need for Speed. Need for Das Speed. werden wir überlegen. Hotbear Shoot. Ach so. Ja, ich habe mir ja auch überlegt, jetzt groß angekündigt. Ich weiß ja jetzt nicht, wann kommt nochmal die Folge raus. Aber das dauert ja auch wieder ein bisschen. Groß angekündigt, wollte ich noch mal was schreiben. Ich weiß aber nicht mehr was. Genial, ne? Nee, was ich noch nicht so groß angekündigt habe, aber was ich jetzt groß ankündige, dass ich Cry of Fear ja erstmal auf Eis lege, weil ich müsste das komplette Spiel noch mal neu durchspielen, weil ich was vergessen hab. Bist du gerade gestorben oder Nein, runtergefallen? ich bin runtergeflogen. Standard. Stimmt, ich bin über ein Wasser, habe aber eine Insel gefunden.
Läuft bei Ihnen. Ich baue mich von der Insel aus wieder hoch. Nee, weil ich müsste wirklich das ganze Spiel nochmal von neu anfangen, weil ich da was vergessen habe einzusammeln. Das ist eine zweite Sicherung und die ist wirklich ganz am Anfang in den Apartments. Und wenn ich das jetzt wieder nochmal, ja, wie soll man sagen, nochmal neu anfange, dann hänge ich wieder fast 40 Folgen da dran. Und das sehe ich nicht ein, weil manche schaffen das in 29 Folgen. Ich bin jetzt mittlerweile bei 35. Ja, da brauche ich dann nicht weiter was zu sagen. Nee. Okay, gut. Bei mir sind es dann auch, wie gesagt, nur 13 Minuten. Ja. Naja, okay, gut. Dafür kommt nächste Woche Fallout New Vegas. Ab nächster Woche. Sexy. Was ist das für ein Spiel? Fallout, kennst du kein Fallout? Doch, sagt mir was. Okay. Ja, Fallout New Vegas ist ein geiles Spiel. Also, muss man sagen, du bist praktisch, ja, so ein. Wie soll man sagen, du bist, kennst ja, weißt ja was bestimmt, was der Name heißt, Fallout, ne? Fall aus. Naja, von radioaktiven Fallout, also danach, was danach ist. Atombombe. So, und die ist eben Erklär halt, mal. das spielt, wenn du eine Atombombe hochgeht. So, dann ist ja so, wegen der Radioaktivität, dass du da Jahre nicht leben kannst. So, das ist ja dieser Fallout, dieser radioaktive Fallout. Ja, da fällt dann was aus. Na, Ah. nee, das ist wegen der Ja, Strahlung. ich verstehe. Ja. So, Strahlst du, und weil ich so geil bin. ja. Und ja, und deswegen, das spielt eben halt in Las Vegas und Las Vegas liegt halt nah an Nevada, ne? Nevada-Testgelände der Army. Oh, beziehungsweise der Luftwaffe, wie auch immer. Ach ja, ich esse gerade Ravioli. Und ah ja, das ist auch gut. Deswegen nicht wundern, Und dass ich platze oder so. ja. Nee, und das spielt halt eben halt in Las Vegas und ja, du musst dann gegen, ich Eben war es glaube, noch Las Santos. nee, Las Vegas. Ja, du musst halt, soweit ich weiß, gegen mutierte Menschen oder sowas kämpfen. Ach so, ja, also der Alltag. Du bist, am Anfang bist du selbst, naja, ich will nicht so viel vorgreifen, aber du bist am Anfang selbst verletzt, wirst dann wieder zusammengeflickt von einem Doc und beginnst dann ab da deine Karriere sozusagen auf Null, ja. Du musst überall suchen, wo was ist, ob es Waffen sind, ob es Munition ist. Du musst in allen Häusern nachgucken, ob du was kaufen kannst oder. Es ist praktisch ein bisschen wie, ich weiß Tag nicht. null. Ja, aber du beginnst eigentlich theoretisch, du läufst in der Boxershorts durch die Gegend. Du musst erstmal Oh. Kleidung kaufen. Du kannst wirklich in sämtliche Kisten und alles reingucken, das ist richtig genial. Du kannst halt nur nicht so viel mit Zeugs mitnehmen, weil irgendwann wird's schwer. Und ja, das ist natürlich klar, ne? Dann läuft er richtig Dann schnell, der läuft Typ. der, ja, bestimmt. Und du musst natürlich, oh, verdammt, Mann! Du sagst verdammt, Mann, und dann pum, Creeper. Nee, ich bin schon wieder in das Wasser geflogen. Shit, ey. Nee, und ja. Leute, nicht wundern, wenn ich jetzt mal gerade den Sound was lauter mache. Ach so. Dann, ja. Nee, ich wundere mich ja nicht. Nee, und Du musst mir gleich mal deine Audiospur schicken, wenn ich wieder verkacke in meine ach Audios. du Schande. Ich Wo hoffe ja ist. nicht. 18 jetzt. Müsste ich vielleicht sogar den Crap hören, wenn er von irgendwo kommt. Okay. Nee, und es ist also definitiv ein richtig cooles Spiel. Ist wirklich gut Let's Play. Und das Schöne ist, ich habe das in der Ultimate Edition. Das heißt gleich mit allen Erweiterungen, allen Zickzack hin und her. Ich kann hier auch mal ankündigen, es wird bald mal wieder ein Singleplayer-Projekt folgen. Ich mache ohne Witz so viel Multiplayer-Krams Ja, aber momentan. Singleplayer ist doch bei dir Need for Speed. Im gewissen Nee. Maß dort, im gewissen Maße. Schon Ja, eigentlich, wirklich. ich spiele noch mit dem Kumpel. Ja, aber wenn du so siehst, ja eigentlich schon, weil normalerweise, wenn es Multiplayer ist, ist ja da eigentlich dann Let's Play Together oder ne, eben halt. Nee, das ist einfach nur Multiplayer, ist einfach nur mehr Spieler. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, ich aber. Ich dachte, das wäre jetzt Einzelspieler. Echt jetzt? Ja, fick dich. Das war ein Witz. Oh Gott, ich habe gleich keine Steine mehr.
Koppelkacke. Wir haben ja überhaupt keine Steine. Nein, wir haben auch keine. Ist mir definitiv entgangen, wo, dass wir irgendwie... Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Jetzt?